Hallo und herzlich willkommen. Samstag World of Trading 2018. Hallo, mein Name ist Giovanni Ciccivelli. Ich habe das Vergnügen, heute für Tickmill einen Vortrag zu halten, weiteren, und würde Ihnen gerne was, ein bisschen was über ja, erfolgreiches FX-Trading, so entwickeln Sie Ihre profitable Handelsstrategie, ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen was von meinem Erfahrungsschatz dazu. Und ja, freue mich, dass Sie da sind. Hoffe, Sie haben heute schon tolle Informationen hier gesammelt und werden es noch sammeln. Frankfurt immer wieder die einzige Veranstaltung, die ich einmal im Jahr besuche. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin, wie das Finanzamt sagt, oder ich betreibe, wie das Finanzamt sagt, die private Verwaltung meines eigenen Vermögens. Bin auf Neudeutsch ein Daytrader, schon immer gewesen, mache das jetzt genau 20 Jahre, also letzten Monat waren es genau 20 Jahre. Fing schon sehr früh an, im Alter von 13 Jahren, Planspiel, Börse der Sparkassen, vielleicht ist das in meinem Begriff, damit wurde ich am Gymnasium mit dem Börsenvirus infiziert und irgendwann habe ich dann losgelegt und durfte und ja, habe da erst eine Ausbildung bei einer großen deutschen Bank begonnen, die ich dann auch nach einigen Monaten abgebrochen habe, weil ich unbedingt traden wollte und gesagt habe, entweder klappt das und ich habe Plan B und Plan B wäre Studium gewesen. Plan B musste Gott sei Dank nie umgesetzt werden. Ja, habe meine Passion, also mein Hobby zum Beruf gemacht und mache das immer noch recht gerne und ja, sitze eigentlich jeden Tag vom Rechner. Mittlerweile habe ich zwar noch ein paar andere Sachen zu tun, haben aber alle nichts mit Börse zu tun, sondern eher mit Startups und Immobilien, aber ich sage immer, Trading ist das Einzige, was ich bilden kann. Wie gesagt, ich würde Ihnen gerne ein bisschen was erzählen. Hier ist ein kleiner Disclaimer. Tickmill sagt, ich muss das einblenden. Lesen Sie das bitte kurz. Wenn Sie News-Trader sind, so wie ich, dann haben Sie es schon gelesen. Wenn nicht, noch weiterlesen bitte. Als News-Trader lernt man sehr, sehr schnell zu lesen. Und dann hat man es auch. Ja, ich gehe mal kurz in die Agenda durch. Ich möchte euch oder Ihnen ein bisschen was erzählen, was der Vorteil im FX-Markt ist, warum FX. Dann, das macht eine erfolgreiche Strategie aus, der Weg zu dieser Strategie. Und dann würde ich Ihnen zu guter Letzt noch ein paar meiner Strategien im FX-Bereich zeigen, die ich gerne anwende und die ziemlich simpel sind. Aber wer mich kennt, weiß, ich handle gerne nach KISS, keep it simple and stupid und liebe einfache Strategien, die im besten Fall auch noch funktionieren. Was ist der Vorteil im FX-Markt? Ganz klar, das Handelsvolumen, die Liquidität. Es gibt keinen Markt oder keinen Liquiditätspool, der eine größere Liquidität aufweist wie der Forex-Bereich. Vor allem für diejenigen unter Ihnen, die gerne nach der Charttechnik handeln, gibt es nichts Besseres. Warum? Ein Chart oder ein Indikator braucht viel Input, um gut zu funktionieren. Viel Input bekommt er durch viele Kursfeststellungen. Je mehr pro Sekunde, desto besser. Und das haben sie wirklich nur im FX-Bereich. Das haben sie auch bei ein paar Ami-Aktien, aber bei deutschen Aktien haben sie es eigentlich gar nicht, vor allem nicht Intraday. Da ist der FX-Markt dafür prädestiniert. Sie sehen selbst das Handelsvolumen allein im Euro-Dollar. Das sind 4,4 Billionen täglich und das ist auch schon ein paar Tage her, diese Anzeige oder diese Daten. Ja, das ist einfach, kann man nicht verkennen, das ist einfach der größte, liquideste Markt der Welt. Und es ist aber kein Handelsplatz. Na, nicht vergessen, FX gibt es keinen Handelsplatz wie Frankfurt, New York, Xetra oder sonst was, sondern es ist ein Zusammenschluss verschiedener Liquiditätspools. Dann haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie sehr, sehr schnell Positionen eingehen können oder liquidieren können, habe ich dazu geschrieben, und sehr, sehr enge Spreads. Je besser der Broker, also das heißt, je mehr Anbindungen der Broker im ECN an viele verschiedene Liquiditätspools hat, desto enger diese Spreads und höher das Volumen. Das ist für uns Private eigentlich völlig egal. Das Volumen werden wir dort niemals erreichen. Nicht mal ansatzweise können wir dort Kurse bewegen. Aber was auch für uns natürlich interessant ist, sind enge Spreads. Ja, und da zeichnet sich ein guter Broker aus, wie Tickmill zum Beispiel, die haben sehr, sehr viele Anbindungen an diese ECNs und dadurch bekommen sie extrem viel Liquidität rein.
Dann, man benötigt natürlich, aber ähnlich wie im CFD-Bereich, man kann es auch mit kleinen Konten machen. Das ist nicht so wie bei Aktien. Ich persönlich trade überwiegend Aktien und diese physisch. Aber klar, um eine Aktie physisch zu handeln, brauchen Sie einfach auch das entsprechende Kapital auf dem Konto. Wenn Sie 1.000 Allianz-Aktien kaufen wollen, dann brauchen Sie halt 150.000. Ich weiß gar nicht, wo die Allianz steht, aber irgendwo dort auf dem Konto. Das ist im CFD und im FX-Bereich einfach nicht so. Und auch dort kann man gewisse Summen mit kleinen Konten bewegen. Hier geht allerdings ein extremes Augenmerk auf eines der wichtigsten Sachen, Risk Management und vor allem Money Management. Aber dazu komme ich dann gleich. Sie haben kein Gap-Risiko bei Overnight-Positionen, zumindest nicht unter der Woche. Sie haben nur ein Gap-Risiko vom Freitagabend 23 Uhr unserer Zeit bis Sonntag 23 Uhr, dann geht es wieder los. Aber unter der Woche haben Sie kein Gap. Ich zum Beispiel habe sehr, sehr schnell, als ich angefangen habe zu traden, gemerkt, dass ich nicht Positionen über Nacht halten kann. Ich werde unruhig, ich kann nicht schlafen. Warum? Weil ich dieses Gap-Risiko hasse auf dem Buch. Ich hasse Situationen am Markt, wo ich nicht eingreifen kann. Wo ich dem Ganzen ausgesetzt bin, wo ich nichts machen kann, das geht nicht, da kann ich nicht traden. Ich möchte immer einigermaßen die Kontrolle über meinen Trade behalten. Und das geht eben im Aktienbereich nicht, wenn ich über Nacht halte. Im FX geht das, da kann ich nachts meine Stops setzen oder meine Stops allgemein setzen. Und wenn sie halt nachts ausgeführt werden, dann ist das halt so. Ja? Auch für Handelssysteme perfekt. Ja, vergleichsweise geringer Kapitaleinsatz, habe ich schon gesagt, Ausnutzung von Margin. Gehen wir schnell durch. Was ich noch sehr interessant finde, Vorteil, was sind da die besten Handelszeiten? Meiner Meinung nach, eindeutig morgens. Morgens viel mehr als nachmittags, also zumindest wenn man in Europa sitzt. Warum ist das so? Ganz einfach, die City-Jungs, die sitzen in London, die kommen dann morgens rein und die bewegen dort die Märkte. Also der FX-Markt in Europa wird überwiegend aus London gesteuert. Die Frankfurter wünschen sich das zwar, dass es in Frankfurt wäre, aber das passiert eigentlich eher in London. Ja, und wenn die sich nun mal hinsetzen, das erkennen sie auch ganz, ganz oft an den Charts, die über Nacht eine Sideways-Range haben, das ist übrigens eine Strategie, auf die ich gleich komme, und dann auf einmal morgens geht es dann irgendwann los. Also meine liebste Handelszeit ist dort immer zwischen 8 und 11 Uhr, und dann kann man am Nachmittag noch schön handeln zwischen 14 und 17, 30, dass dann die Amis da sind. Und dann beruhigt sich das Ganze wieder. Ganz extreme Verrückte, die natürlich auch noch meinen, sie müssen nachts handeln, weil sie noch den Yen handeln müssen. Klar, oder den Aussie-Dollar, die müssen dann nachts ran. Aber ich habe irgendwann mal beschlossen, ich schlafe lieber. Das ist nämlich auch der Vorteil des selbstständigen Trades, selbst zu entscheiden, wann und wie lange man arbeitet. Ja, was macht der erfolgreich? Übrigens, wenn Sie Fragen haben, nur einfach mal Hand heben, reinrufen, wie auch immer. Wir machen das hier nicht als rein Monolog, also muss ich nicht gerne immer fragen. Was macht eine erfolgreiche Strategie aus? Ganz klar, allgemein ist es im FX-Bereich im Trading überwiegend nach der Charttechnik. Oder im News-Bereich, wenn ich FX-News-Trading-technisch handeln möchte, dann sind da halt, da bieten sich die Konjunkturnachrichten überwiegend an, eventuell auch politische Nachrichten, aber es sind dann doch eher die Konjunktur da. Ja, also Arbeitslosenquote, Non-Farm-Payrolls und so weiter. Ja, gegebenes Trading auf Margin, Spreads hatten wir schon, da gehen wir schneller durch. So, was macht noch eine Strategie aus? Bitte, traden und dann natürlich auch die Strategie. Das ist nichts anderes wie eine Selbstständigkeit. Das ist nichts anderes, als würden Sie ein Unternehmen führen. Ist so. Also Sie brauchen einfach eine gewisse wirtschaftliche Denkweise, wie in jeder anderen Selbstständigkeit auch, und entsprechendes unternehmerisches Kalkül. Sie müssen auch strategisch auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren können. Damit meine ich nicht die Wirtschaft am Markt, also die allgemeine Wirtschaft, Konjunktur, sondern Ihre persönliche wirtschaftliche Veränderung. Wenn Sie natürlich, ich werde ab und zu immer wieder gefragt, Giovanni, ich habe jetzt so lange, mir macht Börse Spaß, es war nur ein Hobby. Ich würde es gerne mal versuchen, selbstständiger, hauptberuflicher Trader zu werden. Soll ich es wagen? Das ist die schwierigste Frage, die man mir stellen kann. Wenn derjenige, welcher noch ein Schüler oder Student ist und noch zu Hause wohnt, dann sage ich, ja, probier's. Du hast ja keine Kosten. Also sofern du noch zu Hause wohnst, deine Eltern führen den Kühlschrank, die zahlen vielleicht die Miete oder ihr habt ein Haus oder was auch immer. Aber sag das mal an den Familienvater oder Familienmama, die zwei Kinder zu ernähren hat, die Miete bezahlen muss, sag mal, ja, gib mal deinen Job auf und geh mal traden. Das Einzige, was ich denen dann empfehle, ist, vielleicht hast du einen coolen Chef,
und kannst ihn fragen, ob du ein Sabbatical einlegen kannst, also ein Jahr Auszeit, und in dem Jahr wirklich ausprobieren, liegt einem das. Also mal abgesehen vom Erfolg oder Misserfolg, bin ich überhaupt zum Trader geboren? Kann ich mit dem Druck umgehen? Weil Traden hat nur zu 30% was mit Positionsmanagement, Risk- und Money-Management und so weiter zu tun. Die 70% spielen sich nur und ausschließlich in ihrem Kopf ab. Ihr Kopf hindert sie oder ihr Kopf spielt ihnen die größten Streiche beim Traden. Warum ist das so? Ganz kurz ausgedrückt, in dem Moment, wo sie ihren persönlichen Geldbeutel aufmachen und den Einsatz in den Markt legen, kommen Emotionen auf, die eigentlich ganz selten woanders aufkommen. Gier, Angst, Hoffnung, Schweiß, Ausbrüche, was weiß ich. Was da ist. Ich sehe schon verlachende Gesichter. Ich glaube, die meisten kennen das. Ich sage nur, Einhalten von Stop-Kursen. Naja, egal. Jedenfalls muss man dann immer aufpassen auf seine persönlichen wirtschaftlichen Veränderungen. Was muss ich erzielen? Was für einen Druck habe ich? Muss ich Geld verdienen? Wie viel Geld? Und. Also am Ende ist es die Selbstkontrolle. Trade-Analyse. Das gehört zur Strategie, ganz wichtig. Also ganz einfach, was hat funktioniert und aus welchem Grund und wo und weshalb werden Veränderungen opportun? Wie finde ich das heraus? Ich finde das nicht heraus, indem ich irgendwelche Vorträge von Ciccivelli anhöre. Ich finde das nicht heraus, indem ich auf eine Demo-Plattform trade. Ich finde das ausschließlich heraus, indem ich eigene Real-Life-Trades mache. Wenn denn nicht, die dürfen auch nicht im 10-Cent-Bereich liegen, da muss schon ein bisschen was gehen. Und nur dann werde ich Trading-Emotionen erlangen, erfahren und nur dann werde ich mir einen Trading- oder einen Datenschatz eigener Trades aufbauen, sofern ich die in dem Tagebuch festhalte, die ich analysieren kann, wo ich Strategien festigen kann, wo ich Fehler ausmerzen kann. Ich kann einfach analysieren. Ganz klares Beispiel, wenn ich 1000 Trades mal gemacht habe und 100 hatten ungefähr dasselbe Setup, dieselbe Einstiegsstrategie und davon gingen 80 Trades auf, ja, dann habe ich eine super Auswertung, dann weiß ich automatisch, weil Traden ist nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten, dann wird der 101. Trade auch zu 80% aufgehen. Das ist so logisch wie sonst was. Da brauche ich auch gar nicht groß überlegen und nicht hinterfragen. Das ist einfach so. Klar, Strategie und Erfahrung. Erfahrung, wie gesagt, gerade eben, je mehr sie traden, desto erfahrener werden sie. Ich werde ganz oft gefragt, Giovanni, wenn ich mal einen Freund oder jemand da habe, oder wenn ich früher habe ich hier auf der Bühne auch immer wieder Live-Tradings gemacht, oder wir hatten Live-Trading-Days, wo die Leute online den ganzen Tag zuschauen können, dann wurde ich dann vom Moderator gefragt, warum hast du jetzt diesen Trade gemacht? Und ich so erstmal, warum? Weil mein Bauch das entscheidet. Das ist nichts anderes als Erfahrung. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie, wenn jetzt der Elektriker mit Ihnen hier reden würde, der schon tausende Male eine Steckdose in die Wand geschraubt hat, dann würde mir der linken Hand blind die Steckdose einschrauben. Das ist beim Trade haargenau das Gleiche. Ich sehe Situationen am Markt, wo mein Unterbewusstsein sofort erkennt, was da los ist und sofort die Gewinnwahrscheinlichkeit erkennt und sagt, den Trade kannst du machen, blind. Der müsste den Gewinn ausgehen. Das kannst du erstmal nicht begründen. Klar kannst du es dann auf genau sagen, ja, komm mal bei, weil News oder Einstieg oder Charttechnik oder was auch immer. Aber im ersten Moment entscheidet ganz oft die Erfahrung. Und dazu gehören auch keine emotionalen Trades. Bitte, versuchen Sie niemals Recht zu haben beim Trading. Jedes Mal, wenn ich Recht haben wollte, habe ich ziemlich viel Geld bezahlt. Der Markt hat immer Recht und nicht Sie. Sie müssen lernen, flexibel zu werden und auf den Markt zu reagieren. Nur das traden, was Sie sehen und nicht das, was Sie denken. Immer versuchen zu überlegen, was macht die Menge, was ist Wahrscheinlichkeit, wohin wollen die meisten Marktteilnehmer bei diesem und jenem Trade. Und dann klar, Geduld und Disziplin. Ganz, ganz wichtig. Nochmal, es spielt sich fast alles im Kopf ab. Und manche werden halt immer nervöser, dann sitzen schon 4 Stunden vorm Rechner und immer noch kein Trade. Ich muss doch jetzt traden, schade um die Zeit, jetzt muss doch ein Trade passieren. Und das geht dann meistens schief. Ja, sondern sie müssen sich das immer positiv reden und sagen, okay, wenn ich keinen Trade finde, der zu meinen Setups passt, dann habe ich auch kein Geld verloren. Und das war auch schon wieder ein guter Trade. Weil wenn Sie nicht über endlose Ressourcen verfügen, ist das wichtigste Werkzeug, das Sie beim Traden besitzen, nicht Ihr PC, auch nicht Ihre tolle Software oder was auch immer, sondern einzig und allein Ihr Trading-Kapital. Allerwichtigstes Werkzeug. Also bitte nicht ohne Signal handeln, das zu Ihrer Strategie passt. Klar, stetige Fort- und Weiterbildung, brauche ich bloß sagen, dafür sind Sie ja zum Beispiel hier und hören sich vielleicht Webinare, Vorträge an.
oder besuchen auch mal Webinare online oder vielleicht das ein oder andere Seminar. Also, ein erfolgreicher Trader konzentriert seinen Handel einzig und allein auf die Sachverhalte, die seinem Erfolg förderlich sind. Nichts anderes. Dieser zeigt es auch. Eigentlich möchte ich nur auf das Rote unten eingehen. Bitte, versuchen Sie nach KISS zu handeln. Keep it simple and stupid. Hinterfragen Sie nicht zu viel, es wird Sie nur hindern. Wenn Sie Indikatoren verwenden, ich verwende kaum Indikatoren, wenn ich mal fix trade. Warum? 5 sagen grün, 5 sagen rot. Super. Ja, also versuchen Sie so einfach wie möglich zu traden und immer das zu überlegen, was ist das Wahrscheinlichste? Was bekomme ich, welche Bewegung bekomme ich am ehesten? Klar möchte ich lieber die große, lange Bewegung vielleicht von 100 Pips haben. Aber die Bewegung von 20 Pips oder 10 Pips ist doch 10-mal wahrscheinlicher. Also nehme ich persönlich 5-mal 20 Pips mit als einmal 100. Das mache ich nicht nur, weil das Ganze wahrscheinlicher ist, dass mein Gewinn eintritt. Das mache ich auch, um mein Ego zu stärken. Ist doch klar, wenn ich 5-mal hintereinander einen Trade positiv abschließe, dann kriege ich beim nächsten Trade ohne Emotion sofort da drauf. Aber wenn ich 5-mal ausgestoppt wurde, dann habe ich automatisch Angst, beim 6. Trade wieder drauf zu kriegen. Ist normal. Das ist die menschliche Psyche. Trader müssen immer im Kopf positiv sein. Das ist dieses Trading-Ego, das ist extrem. Ja? Aber ich glaube, ich erkenne hier einige Gesichter, die da nicken. Ich möchte noch ein bisschen was zur Positionsgröße. Wenn Sie im FX handeln oder CFDs, in dem Fall machen wir es am Beispiel von FX und ein kleines, in Anführungszeichen, kleines Konto haben und gehebelt handeln, dann ist das zwar eine tolle Möglichkeit, sein Konto relativ schnell, ich sage mal, zu vervielfachen, aber wenn man sich nicht gut mit Risk Money Management dort auskennt und Margin nicht berechnen kann, dann kann das Ganze auch extrem nach hinten losgehen. Mal ein Beispiel für Sie hier. Wenn Sie mit einem 5.000-Euro-Konto handeln und mal angenommen, Sie handeln in Euro-Dollar, da ist die Margin 0,2% der Lotgröße bei dem Hebel von 1 zu 500. Soll es ja heutzutage noch geben. Dann haben Sie bei einem Lot einen Einsatz, Kapitaleinsatz von 117.000 Dollar, obwohl Sie nur 200 Euro Ihres Konto einsetzen. Also mit 1.000 Euro auf dem Konto können Sie, was weiß ich, über 500.000 Dollar da handeln. Das macht Spaß. Das ist schön. Das ist super. Aber wehe wenn. Ja, also Sie könnten theoretisch mit Ihrem 5.000 Euro Konto 25 Lots handeln, dann sind Sie mit 2,5 Millionen Euro im Markt. Das bedenken viele einfach gar nicht. Die wissen gar nicht zum Teil, was sie da für Summen bewegen. Und jetzt haben sie wahrscheinlich schon ganz oft was von der 1%-Regel gehört. Was das Risiko eigentlich? Ja, riskiere maximal pro Trade 1% deines Depots. Von mir aus, wer die anwenden möchte, kann das machen. Das ist leicht zu berechnen. Vor allem, wenn man immer nur den Index oder immer nur ein Devisenpaar handelt. Da ist es leichter als bei Aktien, die vom Pennystock zum Bluechip immer unterschiedlich sind. Aber wenn Sie das in dem Beispiel machen, bei Ihrem 5.000-Euro-Konto, dann riskieren Sie pro Trade normalerweise 50 Euro. So sollte man das machen. Was sind 50 Euro beim Euro-Dollar? Das sind, was habe ich geschrieben, 5 bis 6 Pips. Also für die Nachkommastelle. 5 bis 6 Pips, das dauert manchmal nur eine Sekunde. Dann sind Sie ausgestoppt. Aber gut, jeder hat seine Strategien. Man kann ja auch Scalp-Trading betreiben. Und wenn ich weiß, dass ein Pip 10 US-Dollar entspricht, ungefähr, dann aber der Euro-Dollar um 1% fällt in dem Falle, dann sieht der ganze Spaß anders aus. Was machen die Leute falsch? Sie bedenken nicht, das habe ich unten geschrieben, die Auswirkung der Margin-Nutzung bei der Risikobestimmung sollte nur aufs Portfolio beachtet werden. Viele Leute schauen sich dann natürlich den Basiswert an und sagen, okay, wenn der 1% fällt, aber 1% im Euro sind halt einfach mal ungefähr 1176 Dollar in dem Beispiel jetzt. Ja? Und wenn Sie dann, also das 20-fache Ihres eigentlichen Risikos, und wenn Sie dann natürlich auch nur mit 2 Lots gehandelt haben, was gerade mal ein Kapitaleinsatz 400 Euro war, also gerade mal 8% Ihres Kontos, völlig in Ordnung. Ja, man kann auch mal hingehen, kein Problem. Und Sie da 200.000 Euro bewegt haben, aber der Euro sinkt um 1%, dann verlieren Sie halt ungefähr 40% Ihres Kontos und nicht mehr 1%. Warum? Weil Sie den Fehler gemacht haben, diese 1%-Regel auf den Basiswert anzuwenden, und glauben Sie mir, das machen die meisten.
Ich so, ja, kommen Sie, warum verliere ich da? Ich so, ja, schau mal, was du da machst. Die können einfach Margin und Hebel nicht berechnen. Und dann wundern sie sich. Klar, wenn es positiv ist, dann wird's super. Ja, super. Macht Spaß. Ja, und mein Stop ist 1% weit weg. 1% sind 100 irgendwas Pips. Ja, über 1 Cent habe ich genug Luft. Ja, mhm. Also bitte, wenn Sie CFDs oder Devisen handeln, berechnen Sie das Konto. Der Broker freut sich auch. Je länger Sie am Ball sind, desto mehr kann auch der Broker verdienen. Sie verdienen, der Broker verdient, alle sind glücklich. Der Broker kann nichts mit Kunden anfangen, die nach 4 Wochen kein Geld mehr auf dem Konto haben. Wie in jeder anderen Geschäftsbeziehung. Was hatten wir? Was ich auch immer wieder einblende und einfach gerne zeige bei der Riskberechnung ist diese Tabelle. Die führt einem so vor Augen, was passiert, wenn man dementsprechend hinten liegt. Ich finde die immer ganz spannend, wenn man sie vor allem schwarz auf weiß sieht. Manche hängen die sich auch auf. Einfach nur nicht um zu wissen, oh mein Gott, wenn ich hinten liege, wie viel muss ich wieder aufholen? Sondern um sich einfach klar zu machen, halt dich verdammt nochmal an deine Stopp-Kurse. Emotion, nichts anderes. Leute, Emotion, ihr müsst damit klarkommen. Das ist wirklich so, so schwer. Wie oft haben Sie erlebt, dass Sie sich vorher Ihre Strategie ausgemacht haben, Trade, alle Einstiege passen, Sie setzen sich einen Stop-Kurs, dann läuft der Wert zu Ihrem Stop und was machen Sie dann? Oh, ich ziehe meinen Stop ein bisschen runter. Er könnte ja jetzt drehen, wenn ich jetzt ausgestoppt werde und der dann dreht, dann werfe ich den PC aus dem Fenster. Mhm. Hoffnung, ganz normal. Ich war mal ganz am Anfang, als ich das Trading angefangen habe, habe ich nur in Nürnberg gewohnt. Ein paar Freunde, die haben natürlich ganz klassisch BWL studiert, meinte einer zu mir, Giovanni, komm mal rum, da demnächst ist einer bei uns, der hält einen tollen Vortrag. War Joachim Goldberg, Experte Behavioral Finance, Börsenpsychologie. Es ist fast genau 20 Jahre her, bin ich dahin, natürlich als Nicht-Student, so schütze ich mich einfach da rein. Und er hat einen Satz gesagt, den kann ich nie vergessen. Er hat gesagt, der Mensch ist so gemacht, dass was ihm genommen wurde, er unbedingt wiederhaben möchte. So sind wir ausgelegt. Das ist das klassische Thema Buchverluste. So nur auf dem Buch, sind noch nicht realisiert. Leute, so werden aus minus 2% 5, aus minus 5, 10, auf minus 10, 50. Und am Ende heißt man Telekom-Aktionär mit 90% minus. Oder aktuell, weil ich es gestern gesehen habe, die News, ich wollte es handeln, aber ging nicht, war hier. Windeln.de, schon mal gehört? Eine Aktie, 2015 an die Börse gegangen mit 18 Euro, gestern 46 Cent. Schöner Short. Aber haben Sie damals keinen Stopp-Kurs? Nein, egal. Das ist halt die Börse. Also, Sie können das Risiko bestimmen, entweder mit der 0,5 bis 1% Regel, machen viele, warum nicht? Ich mache es lieber nach einem festen monetären Betrag, den ich aber je nachdem, welche Aktie ich handle, unterschiedlich anpasse. Handle ich einen Blue Chip, habe ich ein anderes Risiko, als handle ich einen Nebenwert oder Penny Stock wie Windeln.de. Heißt, aber ich versuche immer, mir einen Stop in Form von Euro zu setzen. Mich interessieren keine Prozente. Mir ist völlig egal, wie viel Prozent ich pro Jahr gewinnen oder Verlust machen würde. Ja? Das ist mir völlig wurscht. Ja, ich werde auch ganz oft gefragt, wie viel Gewinn machst du pro Jahr in Prozent? Ich so, keine Ahnung, ich müsste es ausrechnen. Aber was ich ganz genau auf den Cent sagen kann, ist, wie viel Euro ich gemacht habe. Das ist das Einzige, was meinen Kühlschrank füllt, womit ich in Urlaub fahren kann, was meine Handyrechnung bezahlt. Ich bin kein Vermögensverwalter, ich verwalte keine Geld, ich bin kein Fondsmanager, ich muss mich mit keiner Benchmark messen. Ich bin reiner privater Trader, das Einzige, was zählt, sind die Euro auf dem Konto. Das ist ganz knallhart so. Also ich mache es nach einem festen monetären Betrag. Man kann es aber auch nach der Berechnung des Chance-Risiko-Verhältnisses machen. Aber dieser Betrag, bitte, der sollte Emotionen ausschließen. Wenn Sie nicht mit einem gewissen Verlust in Euro am Ende klarkommen, dann ist Ihr Stop zu groß oder Ihre Positionsgröße zu groß. Sie brauchen einen Betrag, mit dem Sie auch nicht in irgendwelche emotionalen Schwierigkeiten geraten, wenn Sie ausgestoppt werden. Die Emotionen müssen Sie ausschließen, weil Sie werden nicht immer im Gewinn landen. Schön wäre es, auch ich. Ich habe zwar eine relativ hohe Trefferquote, liegt an der Art meines Trades, aber auch ich mache Verluste und diese Verluste dürfen nicht wehtun auf gut Deutsch. Ganz wichtig. Weg zur Strategie ist auch die Zielplanung. Ja? Also, wo lege ich meine Ziele fest? Das muss ich einfach irgendwie vorher bestimmen können, wenn ich eine Strategie entwickle. Das kann ich machen, indem ich auf bestimmte Preismarken schaue, also Widerstände, Fibos, Unterstützungen, was auch immer.
Ja? Die liefern gute Preislevel für Gewinnmitnahme. Ich sitze zum Beispiel nicht in meinem Trading, weiß immer, wo mein Stop ist, ich weiß aber auch immer, wo mein Gewinnziel ist. Ich bin kein Trader, der die Gewinne ewig laufen lässt. Warum? A, weil ich Daytrader bin und habe nur den begrenzten Zeithorizont. Und B, weil ich einfach Gewinne mitnehmen möchte. Es gibt einen schönen Spruch, von Gewinnen ist noch keiner arm geworden. Mir passiert es ständig, dass ich aussteige und die Aktie dann noch weiterläuft. So what? Das Tief und das Hoch zu erwischen, ist pures Glück. Bei 100 Trades gelingt Ihnen das einmal. Diejenigen, die Ihnen erzählen, dass Sie immer zum Tief einsteigen und zum Hoch rausgehen, bestimmt. Deines Glück. Ja? Also, nehmen Sie auch mal Gewinne mit und setzen sich Gewinnziele. Wenn die erreicht werden, stärkt das wieder Ihr Ego. Fertig. Und wenn der Kurs dann weiterläuft, nicht ärgern, nicht dieses, oh mein Gott, ich hätte so und so viel mehr und hätte, Fahrrad, hätte, sondern einfach sagen, von Gewinnen ist doch noch keiner arm geworden. Alles gut. Ja? Klar, strategische Erfassung der Ziele in dem Handelssystem, wenn man das so macht. Gut, ich will mal zwei, drei Mini-Strategien, möchte ich mal kurz eingehen. Die sind so simpel, vor allem die zweite. Die erste ist noch okay, die zweite ist eine meiner Lieblingsstrategien, die komischerweise sehr oft funktioniert. Die ist so simpel, weiß auch nicht warum. Aber Sie können auch mit kleinen Durchschnitten wunderbar arbeiten. Nehmen Sie den 7er, den 14er und den 20er auf Tagesbasis. Das sind einfach Preismarken, auf die viele Händler schauen. Was habe ich vorhin gesagt? Wir müssen versuchen, das zu machen, was am wahrscheinlichsten ist. Was ist am wahrscheinlichsten, was die meisten machen. Das müssen wir immer beim Trading überlegen. Keep it simple and stupid. Was machen die meisten Marktteilnehmer? Worauf schauen die? Das sind Punkte zum Beispiel, in denen Kurse gerne in Trendrichtung drehen. Na, also an besondere Relevanz, Kreuzungen von Kurslinien, ganz wichtig. Und am liebsten im 5-Minuten-Chart. Und es kann dann so aussehen. Schauen Sie sich dort die eingekreist. Ich habe jetzt leider keinen Pointer hier. Und mit der Maus geht es leider auch. Aber diese Marke hier, Kreuzen von oben nach unten des Durchschnitts und dann noch in Trendrichtung, ist einfach prädestiniert für den Trade. Und das Ganze sichere ich ab mit einem einigermaßen engen Stop. Wenn es nur ein Fehlausbruch war und der zurückkommt, ja, dann bin ich halt ausgestockt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterläuft, ist einfach relativ hoch. Natürlich keine Garantie, aber relativ hoch. Und dann bin ich einfach da dabei. Hier verhindert durch das Setzen eines Stops. Okay. Der erste Trade war im Minus, der zweite Trade ist ein Mega-Gewinn, wenn er läuft. Alles schön. Toller Attack. Range Breakout. Ich liebe das. Wie ich schon gesagt habe, morgens, wenn ich am Rechner sitze, ist jetzt meistens 7.15 Uhr am Rechner. Jeden Tag. Und dann gehe ich meine ganzen News-Systeme durch. Also ich habe Realtime-News-Systeme, das sind wirklich so ziemlich alle. Also ich habe DPA-FX, Dow Jones News, ich habe Reuters, ich habe Bloomberg, alles Realtime. Ich bin einfach ein News-Trader. Ich gehe da meine News durch und filtere die Aktien, die ich für heute interessant finde, die auf meine Watchlist kommen. Aber ich werfe auch einen Blick auf 6 Major-Charts im FX-Bereich. Das dauert nicht mal eine Minute, ein Blick darauf. Und ich erkenne sofort, hat sich da über Nacht eine Range gebildet. Also, am liebsten ein Breakout um 15 oder man kann auch einen 5-Minuten-Chart nehmen. Eine Range mit einer Absicherung. Moment, habe ich eine Folie besprungen? Nee, alles gut. Und dann gehe ich einen Trade ein mit einem CRV von 1:1. Mehr ist es nicht. Also, wenn ich sehe, dass es eine Range gibt, eines Werts, die sich über Nacht gebildet hat. Also ein Chart, der vielleicht von gestern Abend 22, 23 Uhr bis heute Morgen 6 bis 7 Uhr in einer Range verlief. Eine sehr enge Range, wenn es geht. Wenn diese Range unter 20 Pips ist, ist es meiner Meinung nach so mit am aussagekräftigsten. Was nicht so schön ist, ist bis 40 Pips, da würde ich aber auch noch machen. Ab 40 Pips Range mache ich den Trade nicht mehr. Ja? Und dann setze ich nur einfach eine Stop-Buy und eine Stop-Sell-Order. Genau leicht überhalb und unterhalb dieser Range. Und warte einfach, was passiert. Ich warte, bis eine von den beiden ausgeführt wird. Dann streiche ich die andere. Und hier am Beispiel sieht man es. Also, man hat die Range über Nacht gesehen. Die lief von vorabend 22 Uhr bis ungefähr morgen. Und dann kommt irgendwann der Ausbruch. Klar kann ja auch ein Fehlausbruch sein. Nochmal, enger Stop. Aber wenn er durchgeht, dann habe ich zumindest das, was ich möchte, meine schnellen 20 Pips, fast immer.
Klar könnte ich da auch noch viel mehr gewinnen. Manch einer arbeitet dann vielleicht mit einem Trailing Stop und lässt den Trade weiterlaufen. Alles gut, alles legitim und in Ordnung. Ich möchte und komme wieder darauf zurück, das haben, was für mich am wahrscheinlichsten ist. Und das ist die schnellen 20 Pips. Warum? Weil alle das sehen. Und alle haben da vielleicht Stock Buys oder viele. Und alle kaufen da oder schließen den Short oder was auch immer. Und diese beschleunigen dann den Ausbruch, also die Bewegung nach oben, sodass ich meine 20 Pips relativ schnell erreichen kann. Und ich liebe Trades, die schnell wieder vorbei sind. Ein Trade, wo ich ewig warten muss, den ganzen, für mich ist ja ewig schon ein Handelstag. Mehr ist ja für mich nicht ewig. Ja, oder 3-4 Stunden ist auch schon ewig. Wenn ich so lange warten muss, erhöhe ich mein Risiko, dass irgendeine News von außen meinen Trade kaputt macht. Irgendeine politische News, irgendeine Konjunktur-News, irgendein Trump, der auf Twitter irgendwas schreibt, erhöht die Chance, meinen Trade kaputt zu machen. Überlegen Sie sich das mal. Sie setzen sich dem Risiko aus, indem Sie im Markt sind. Und dann mal gucken, was passiert. Manche Charttechniker sagen, Giovanni, blende ich alles aus, ich schaue nur auf den Chart und der Chart hat immer recht. Okay. Na, ich versuche immer, wenn es geht, ich liebe Trades, die schnell wieder vorbei sind. Also, Range Breakout ist relativ simpel und funktioniert bei den Majors. Wer weiß, was die Major-Paare sind für uns Europäer? So viele. Also ganz klar, Euro-Dollar, Euro-Yen, US-Dollar-Yen, Aussie-Dollar, US-Dollar-Schweizer-Franken und das sogenannte Cable. Was ist das Cable? Sehr gut. Warum heißt das Cable? Weil es eine Kabelverbindung war, natürlich. Es war eine Kabelverbindung über den Atlantik, die da rüber ging. Richtig. Finde ich total cool. Das berühmte Cable. Das ist eins der Lieblingsbeine. Warum? Die Engländer wieder. Die City-Jungs. Die handeln natürlich überwiegend das Pfund. Oder gerne natürlich. Funktioniert dort auch sehr, sehr gut, weil die Range, wenn die sich bildet und die Jungs dann morgen loslegen, die entscheiden sich dann oft für eine Richtung. Was auch ganz gut funktioniert, sind, wenn man ganz simpel Widerstände und Unterstützungen handelt. Das sind, wie gesagt, Preismarken mit hoher Beachtung. Wie oft haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass eine gewisse Preismarke scheinbar wie vom Markt angezogen wird und dann der Kurs immer wieder dort abprallt. Also oftmals im DAX zum Beispiel große runde Marken. Können Sie sich vielleicht erinnern, wer schon länger dabei ist, als der DAX die 10.000 Punkte genommen hat zum ersten Mal. Vielleicht haben Sie in Erinnerung, wie lange das gedauert hat, wie lange er die getestet hat, bis er dann durchging. Als er durchging, ist er aber am selben Tag noch weitere 100 Punkte gestiegen. War damals viele 100 Punkte Bewegung im DAX. Ja. Heutzutage gar nichts mehr. Ja? Also Preismarken, die einfach psychologisch von jedem beachtet werden. Die steigen natürlich mit der Zeiteinheit, die Wertigkeit steigt mit der Zeiteinheit. Das Ganze ist natürlich werthaltiger auf eine Stundenbasis als auf einen Minutenchart. Ist ganz klar. Das sind oftmals Drehpunkte für Wiederaufnahme des Trends. Sind aber auch Punkte, in denen Stop-Orders gerne abgefischt werden. Vor allem im DAX. So früher gab es so ein paar Trader, die ich natürlich nicht persönlich kenne. Die haben das gern bei Aktien gemacht. So eine Aktie, mal als Beispiel, wenn jetzt die Allianz sich der 100-Euro-Marke nähern würde, die war ja schon Ewigkeiten nicht mal ansatzweise bei den 100, immer weit drüber, nähert sich der 100er-Marke und die Marke kommt immer näher und dann steht der Kurs bei 100,5. Dann gab es früher Trader, die da gerne mal leer verkauft haben, nur damit die 100 einmal blinkt. Warum haben die das getan? Was ist da wohl an dieser großen, runden Marke? Stops. Ganz viele Stops. Überwiegend von Privatanlegern. Ganz, ganz viele. Was passiert dann, wenn die alle gleichzeitig ausgelöst werden? Wumms. Dann standen die natürlich unten schon drin mit ihren Kauforders. Super. Extrem verboten. Marktmanipulation. Machen Sie das mal. Viel Spaß, der Anruf der BaFin kommt. Oder der Anruf kommt nicht, der Brief kommt. Unterstützt von der Staatsanwaltschaft. Heutzutage unmöglich geworden. Aber es gibt immer noch welche, die im Ausland blühen, dann ist das natürlich egal. Ja? Sofern sie in Deutschland sitzen, schwierig sowas. Aber sowas hat es gegeben und war gang und gäbe. Also, das sind einfach wichtige Marken. Warum? Weil der ganze Markt darauf achtet. Reine Psychologie.
Solche Magen, Widerstände, Unterstützungen funktionieren aber nicht bei schlechten News oder überhaupt generell bei News. Dann ist der Chart egal. Die News bewegt dann den Kurs, dann werden Widerstände gebrochen wie nichts, das interessiert dann keinen Menschen. Also hier ein kleines Beispiel dazu, im 5-Minuten-Chart, das ermöglicht nun mal schnelle Trades. Da sehen Sie selbst immer diese Marken, die angelaufen werden, in dem Fall hier eine Unterstützung und angetestet werden und irgendwann geht es runter. Für einen Daytrader wunderbar, der kann da immer wieder ein paar Pips mitnehmen. Das sind keine Trades für große, lange, starke Bewegungen, wo Sie hunderte von Pips oder Punkten, wenn Sie DAX handeln oder was auch immer mitnehmen. Das sind die Trades, die die typischen Daytrader nehmen, einfach wo man schnelle Bewegungen mitnehmen kann, viele kleine Gewinntrades machen kann. Und die, ich sage immer, viele Krümel ergeben am Ende auch ein Stück Kuchen. Ist so. Ich muss nicht die ganze Torte haben, ein Stück habe ich gern, aber das baue ich mir langsam auf. Das Ganze auch im umgekehrten Fall, in Form von einem Widerstand. Ganz typisch, haben Sie sich mal gesehen. Man, da, es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, beim dritten, spätestens vierten Mal geht es durch. Also dreimal antesten, beim vierten Mal geht er durch. Komischerweise immer wieder so. Ganz oft, nicht immer, aber ganz oft, bei vielen Beispielen ist es genau das Mal. Trains es einfach. Nicht viel überlegen, Komma, weil, wenn. Dieses Komma, weil, wenn sichern Sie mit einem engen Stop an. Dann ist halt der Train im Minus. Nicht viel überlegen. Keep it simple and stupid, einfach train. Und Sie sehen hier am Chart, Sie brauchen nicht einen einzigen Indikator dafür. Sie müssen nur nicht mal den Widerstand einzeichnen, wenn Sie das mit bloßem Auge sehen. Ein Blick genügt und schon ist die Trade-Überlegung klar. Das ist eine Strategie. Genauso wie beim Range-Breakout. Sie brauchen die Linien der Range gar nicht einzeichnen. Sieht das geschulte Auge sofort und Sie wissen, wo Sie die Stop-Buy- oder Stop-Sell-Order platzieren müssen. Ich sehe so viele Gesichter wie... Echt jetzt? Ich trade nur so. Keep it simple and stupid. Natürlich trade ich überwiegend Aktien, weil ich einfach aus dem Bereich komme. Aber wenn ich FX trade, mache ich es so simpel wie sonst was. Ich benutze kaum einen Indikator. Verwirrt mich nur alles. Können Jungs, die arbeiten mit 10, 20 Indikatoren, die können das auch. Mich persönlich würde das alles nur verwirren. Und wenn ich schon 5 Sekunden länger über den Trade nachdenke, nur weil ich ihn 5 Sekunden länger analysiere, habe ich ihn vielleicht schon verpasst. Das ist beim News-Trading ganz extrem, da müssen Sie sehr, sehr schnell reagieren. Aber auch so, denken Sie nicht so lange nach. Was will die Masse? Nichts anderes. Let's trading. Danke. Wenn Sie Fragen haben, ich bin noch ein bisschen hier, gerne oder jederzeit. Und dann viel Spaß heute noch.